Hallo, liebe Einchecker und Eincheckerinnen, herzlich willkommen auf dem Kanal der Einchecker. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit euch stehen kann am Müggelsee vor dem Schmetterlingshorst. Ein Ausflugslokal mit einer ganz wunderbaren Ostalgie und einer riesengroßen Sammlung an Schmetterlingen. Das mag ich euch gerne ans Herz legen, weil im Herbst ist man hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Nicht nur, weil man den schönen Ausblick hat und das bunte Treiben der Bäume, sondern eben auch dieses gute alte Gebäude, das es schon sehr lange dort gibt und was ich denke auch mittlerweile in Familienbesitz ist. Es wird gerade renoviert, es wird gerade schön gemacht, damit man sich dem Ansturm im nächsten Jahr wieder stellen kann. Hier sind wirklich viele, viele Menschen immer wieder, und man hat auch die Abstandsregeln hier, also man kann sich hier sozusagen auch sicher sein, dass man sich hier auch trotz vermehrtem Aufkommen von Besuchern nicht irgendeiner Gefahr aussetzt, weil es gibt einen großen Draußenbereich und die Betreiber passen da sehr gut auf und machen für meine Verhältnisse eine sehr schöne Ausflugsgastronomie, in der man eben auch dann mal eine richtig coole Bratwurst vom Grill bekommt, einfach einen frischen Kaffee und alles das, was man gerne mag, wenn man mit Familie unterwegs ist oder vielleicht zu zweit oder auch mal alleine einfach pilgern will. Also mit anderen Worten, kommt ihr an den Müggelsee nach Berlin, dann tut mir den Gefallen und geht mal hier in den Schmetterlingshorst. Das ist ein ganz, ganz toller. Das ist ein tolles Kleinod, ja. So, aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, weil es wieder den November Roundup gibt. Das heißt, ich erzähle euch so ein bisschen was euch wieder erwartet in der nächsten Zeit. Vieles ist passiert in diesem Jahr. Ich hatte mit Herrn Strauß und Frau Schliak die Möglichkeit, eine Tour zu machen durch das ehemalige Wilhelm-Griesinger Krankenhaus, das heutige UKB. Nicht zuletzt deswegen, weil ich dort eben auch behandelt wurde und dort eben etwas erfahren habe, was ich unter Ganzheitlichkeit verbuche. Mit anderen Worten, ich denke, das, was der Wilhelm Griesinger und diverse andere Ärzte, die das eben mit installiert haben, 1890 bis 1893 wurde die Klinik gebaut, eben dafür gesorgt haben, dass 100 Jahre später diese Ganzheitlichkeit, zumindest in Haus S, eigentlich im ganzen Krankenhaus, mit der Einstellung der Leute, die ich dort kennenlernen durfte, sowohl den Angestellten als auch den Patienten, es ist schön, durch ein Krankenhaus zu gehen und da hinten ist ein Spreedampfer. Durch ein Krankenhaus zu gehen und alle sagen Hallo zu einem. Alle sagen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Das ist nicht normal. Also gar nicht in so einer Zeit und schon gar nicht in einem Krankenhaus. Wo viele Leute eben auch nicht wirklich gerne sind und den Platz immer noch als Krankenort betreten und nicht so sehr als Gesundungsmöglichkeit. Und das muss ich sagen, das war bei meinem Besuch im UKB, als ich jetzt 4 Wochen zu einer Tinnitus-Therapie da war, basierend auf dem Unfall, ich habe euch das erzählt letztes Mal, ich hatte diesen Unfall letztes Jahr und der Tinnitus bei mir im Kopf ist ein bisschen lauter geworden und die haben da ganz tolle Möglichkeiten, Menschen zu behandeln, in fast allen Bereichen. Also das UKB ist tatsächlich ein sehr vielfältiges, sehr spannendes Krankenhaus. Ich hatte auch die große Ehre, mit der Leiterin der Pressestelle zu reden, die mir auch ein paar tolle Insights gegeben hat, in die Zukunft. Und das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert, also nicht als Kranker. Also ich meine, ich wünsche euch nicht, dass ihr als Kranke dort landet, aber für den Fall, dass ihr das tut, seid ihr fantastisch aufgehoben. Das kann ich euch sagen. Das ist so der eine Teil. Also ich habe praktisch 4 Beiträge gemacht über das Wilhelm-Griesinger Krankenhaus. Das in meinen Augen, absolut bemerkenswert ist. Ich bin einer Führung, die ich mit euch gemacht habe, teil geworden. Das war auch wahnsinnig spannend. Ja, und dann waren wir in Polen im Sommer mit meiner Familie. Das war davor, vor meinem Aufenthalt im Krankenhaus. Und das war merkwürdig auf eine Art. Sehr merkwürdig. Ich habe dort eine kleine Schifffahrtsrunde mitgemacht. Wir sind praktisch auf dem Schiff und ich erzähle ein bisschen was über meine Erfahrung dort. Das war ein ganz merkwürdiger Sommer, ehrlich gesagt, dort. Danach waren wir dann ein bisschen außerhalb. Das war in Miro, das war wunderschön, also in der Gegend von Miro. Da waren wir auch in einem Feriencamp, in einem großen, auch mit großer Ostalgie beurlaubt und mit der ganzen Familie. Das war auch eine ganz coole Tour eigentlich. Miro hat mir großen Spaß gemacht, weil es ist auch ein Kleinod. Ich habe ja immer das große Glück auf den Reisen, die meistens meine Frau organisiert, dann Dinge zu finden, die tatsächlich auch bemerkenswert sind und wo auch nicht jeder einfach so hinkommt, denke ich. Einfach mal, weil es auch weit draußen liegt. Da werde ich Material veröffentlichen aus dem, aus einem Herzogtum, auf das der Friedrich der Große auch ein bisschen neidisch war, denke ich. Also nicht so sehr wegen des Hauses, sondern mehr wegen seiner Insassen, weil Sophie Charlotte dort eben tatsächlich zu einer britischen Königin
wurde, nicht für kurze Zeit. Und ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also das, ich denke, das ist so historisch auf jeden Fall spannend, nicht? Die Nähe zwischen den Königshäusern und den Adelshäusern, nicht in, in diesem Umfall. Aber so tief tauchen wir da gar nicht ein. Wir gehen ein bisschen durch das Haus, was das sozusagen beinhaltet, dieses Wissen. Und schauen uns auch eine Kirche an. Alles das seht ihr dann in dem Beitrag. Da will ich jetzt noch nicht so viel vorwegnehmen, aber das kommt alles auf euch zu. Ja, und dann jetzt im Moment bin ich ja viel mit der Großpuppe Dundu unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr von Dundu gehört habt. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsprojekte seit über 10 Jahren. Ich habe damals die ersten Filme für Dundu gemacht. Und Dundu ist mittlerweile ein Weltbotschafter. Nicht? Also Stuttgarts zumindest künstlerisches und spannendstes Aushängeschild in meiner Welt. Nicht, weil es ganz leise und ganz erhaben und ganz groß und ganz leuchtend daherkommt und tatsächlich in der Lage ist, die Leute zu verzaubern. Nicht? Und da werden wir auch noch ein bisschen was zu machen. Also ich werde dazu ein bisschen was machen auf meinem Kanal. Parallel arbeite ich natürlich für den anderen Kanal, also für den Kanal von Dundu. Und da möchte ich natürlich dann auch jetzt nicht diese Sachen zu sehr überkreuzen. Aber wir werden aufgrund eines Events, zu dem wir eingeladen sind, also ich werde dabei sein, ich werde das auch ein Stück weit mitorganisieren, im Ahrtal sein, wo ja das Interesse auch langsam wieder abnimmt. Ich habe gehört, dass auf einem Facebook-Kanal, der seit Tag 1 darüber berichtet, die furchtbare Flutkatastrophe, die sich dort ereignet hat und die Folgen, also die Opfer und auch die Zusammenhänge nicht dessen, was jetzt da sozusagen gerade Not bedeutet, nicht, es mangelt an allem. Nicht. Leute, habe ich gerade gestern erfahren, die dort Werkzeug zur Verfügung gestellt bekommen haben, nicht, weil sie Hab und Gut verloren haben, werden ihres Werkzeuges beklaut. Nicht. Also da passieren Dinge, die nicht so öffentlich gemacht werden, nicht, weil das mediale Interesse abgenommen hat. Und auf diesem einen Facebook-Kanal, von dem aus berichtet wird, da sind die Followerzahlen von 10.000 auf 3.000 gesunken. Das heißt, nicht, das öffentliche Interesse im Ahrtal ist ein bisschen niedergegangen. Nicht? Und man hat sich wieder weltlicheren Themen angeheimst. Und ich denke, es ist schade und es ist auch wichtig, das zu sagen, dass so etwas eigentlich nicht passieren darf, weil die Leute dort leiden. Nicht? Die Leute haben also von 600 Häusern sind 400 Häuser betroffen. Das sind 2/3 mindestens von alledem. Häuser wurden weggerissen, Menschen wurden getötet. Nicht? Also die Flutkatastrophe, die sich dort ereignet hat, ist eigentlich genauso unvorstellbar, nicht? Wie sie eben medial auch nicht weiter beachtet wird. Nicht? Die Klimadiskussion ist jetzt wieder vom Tisch, nicht? Weil wir haben ja gerade Ampelkoalitionsgespräche. Nicht? Und ich denke, dass sowohl die Klimadiskussion als auch das soziale Engagement dort eben ganz stark als Chance eben von den großen Medienträgern verpasst wurde. Nicht? Denn wir haben hier ein mediales Interesse, das sich immer nur nach dem nächsten Eklat richtet und weniger nach Nachhaltigkeit und nach Sinnhaftigkeit schaut. Nicht? Das sehe ich auch an so vielen YouTube-Kanälen. Nicht? Ich meine, Gott sei Dank gibt es das, nicht YouTube. Nicht? Sonst könnte ich das hier nicht senden und gleichzeitig mein Interesse daran auch nicht bekunden. Aber ich sehe eben auch viele, die eben einfach nur Produktschau machen und sich willenlos die Taschen füllen lassen von der Industrie mit Geld natürlich. Ne? Und die Agenturen, die dahinter stecken und so, das ist alles totaler Quark mit Soße. Nicht? Nicht? Das gleiche gilt auch für Facebook. Ich habe euch ja einen Beitrag hier auf dem Kanal gepostet, wo es um Facebook-Löschen geht, wo ich erzähle, wie eben die Kooperation hinter Oculus Rift, sprich Facebook, das sich ja jetzt umbenannt hat in Meta, ein wahnsinnig schlauer Schachzug, weil der Begriff Metaverse schon so viel älter ist, wie das, was die Betreiber von Facebook vorhaben. Und auch wenn die Idee dahinter gut gemeint ist, nicht was die Taschen der Facebook-Betreiber anbelangt, ist es trotzdem totaler Unfug, weil das Wort Metaverse war bisher eigentlich sinnfrei und eben nicht gebrandet. Und man sieht eben nicht, dass da ein Kampf herrscht in der Industrie um Begrifflichkeit, um Sinnhaftigkeit, um Besetzen von Feldern. Nicht? Weil eben Facebook seinen Laden umbenannt hat und einfach mal außer Acht gelassen hat, dass es dort vielleicht eine Firma gibt in Chicago, die eben auch Meta hieß und die das eben nicht wollte, nämlich ihren Namen und ihre Domains zu verkaufen und Facebook sich einfach darüber hinweggesetzt hat und gesagt hat, oh, machen wir einfach trotzdem, nennen wir unseren Laden Meta, weil wir sind Facebook, wir sind so gewaltig, wir können uns das erlauben, kleine Mitbewerber vom Tisch zu, wie Krümel vom Tisch zu schieben. Und das passiert leider nicht nur im Bereich der Namensgebung, sondern eben auch im Bereich der Kreativentwicklung, nicht VR-Games und so. Und da habe ich eben einen Beitrag gemacht und auch der
versucht ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen, warum ich keinen Facebook-Account mehr habe und warum ich auch keinen Insta-Account habe und schon gar kein WhatsApp. Ne? Genau. Nicht. Stattdessen nutze ich Signal, das ist klasse, nicht? Ist übrigens vom selben Entwickler. Der Mann, der 2018 Delete Facebook auf seiner Seite gepostet hat, ist der Entwickler, der eben auch WhatsApp entwickelt hat und an Facebook verkauft hat, ohne sich vielleicht auch im Klaren zu sein, welche Folgen das haben könnte. Und deswegen 2018 das gepostet hat und stattdessen Signal aus der Asche wie der Phönix gehoben hat und... komischer Vergleich, ja, das passt eigentlich gar nicht. Also Signal entwickelt hat und Signal ist fantastisch und greift eben nicht auf meine Daten, verknüpft mich nicht mit irgendwelchen Indern, die freundlicherweise mir die sich Gedanken machen über meine, komme gar nicht auf das Wort. Also Inder, die mir Viagra verkaufen wollen. Nicht? Das hat sich gelegt, seitdem ich kein WhatsApp mehr habe. Und ich bin auch nicht mehr so viel mit anderen Sachen beschäftigt in Gedanken. Nicht? Ich kann mich sozusagen viel mehr auf meine Wirklichkeit konzentrieren und bin nicht irgendwelchen virtuellen Realitäten anderer Leute unterwegs. Nicht? Weil ich hatte auch schon diverse Follower auf meinem WhatsApp-Kanal und ich fand das ehrlich gesagt total oll. Nicht? Irgendwann, weil das beschäftigt einen. Nicht? Ich weiß nicht, wie oft ihr durch euren WhatsApp-Feed scrollt. Und euch Dinge anschaut, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Nicht? Und wenn man sich das ein bisschen verinnerlicht, dann merkt man ganz schnell, wie Zeit man da jeden Tag verliert. Nicht? Und letztlich, das größte Telefonbuch der Welt muss es nicht bleiben, wenn man dem weiterhin eben auch Futter gibt. No. Genau, so, jetzt freut euch auf den Content, der jetzt kommt. In den nächsten Monaten werde ich wieder, wie gesagt, Sachen hochladen. Das Ahrtal, das wird super spannend, da freue ich mich total drauf. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall mal einen kleinen, umfassenden Bericht, vielleicht auch ein Interview machen darf. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr meine Sachen verteilt unter euren Freunden, euren Bekannten, eurer Familie. Nicht das eine oder andere ist vielleicht für den einen oder interessanten Reisenden jetzt im Herbst wichtig zu sehen. Einfach nur, weil er vielleicht nach einem Ausflugsziel sucht und da etwas mehr Info braucht. Es gibt ja viele Sachen jetzt mittlerweile auf dem Kanal. Ich danke meinen mittlerweile 28 Followern ganz herzlich fürs Followern. Und das ist der 3000 Aufrufe-Beitrag seit letztem Jahr, weil letztes Jahr um dieselbe Zeit standen wir an einer ähnlichen Stelle und da waren es dann 8 Follower, die ich hatte und es waren, ich glaube, 800 Aufrufe. Genau. Und jetzt mittlerweile bin ich bei fast 3000 Aufrufen, nicht? Und da freue ich mich drüber, weil der Kanal wird nicht groß beworben. Wie gesagt, ich mache da eben keinen Influencer-Wahnsinn draus, sondern versuche tatsächlich ganz entspannt mit euch, meiner Wirklichkeit und der Wirklichkeit anderer Leute zu sein. Und ja, freue mich jetzt auf das, was ich euch dann in den nächsten Monaten auch präsentieren darf. Gut, also bleibt gespannt, bleibt interessiert, bleibt dran. Und noch ein kleiner Tipp ist für die Leute, die Lust haben, in 3D zu fotografieren. Es gibt eine kleine Reihe, eine Interviewreihe mit Lubosch Wornaschek auf dem Kanal, wo man sich sozusagen, wo ich mich aus reinem Interesse, weil ich mich damit eben ein bisschen beschäftigt habe, nicht mich um 3D-Fotografie gekümmert habe. Und das wäre vielleicht interessant, euch das mal anzuschauen. Dahinter steht eine ganz tolle App. Und wenn ihr das richtige Smartphone habt, nicht zum Beispiel ein S20 Plus oder ein anderes Telefon, zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Smartphone, das eben über einen ToF-Sensor verfügt, nicht? Das ist so eine Menge an Linsen, die hinten verbaut sind. Ich kann euch das nochmal zeigen. Das hier ist ein S20 Plus. Ne? Und da hinten sind 6 Linsen verbaut. Nicht? Also 6 Systeme, also nein, nicht 6 Linsen, sondern 5 Linsen. Da oben ist ein Blitz. Und eine davon ist der ToF-Sensor. Und der sorgt dafür, Tiefenwahrnehmung möglich zu machen. Dadurch eben auch 3D-Objekte zu fotografieren. Nicht? Und alles das findet ihr eben auch auf dem Kanal des Eincheckers. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Passt auf die anderen auf. Nicht? Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Winter. Ein schönes Weihnachtsfest, trotz aller Widrigkeiten, nicht? Macht rechtzeitig eure Weihnachtseinkäufe, weil, wie gesagt, im Dezember macht es, glaube ich, wenig Spaß und wenig Sinn. Und ansonsten was Leckeres zu essen. Und jetzt hat sich gerade in der Zeit, wo wir hier reden, ein Spinnennetz hier angefangen zu bauen. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so lange hier stehen. Bis dann, macht's gut, ciao.